Der IFP Dart Club München ist einer der ältesten und zugleich auch erfolgreichsten Dartspielvereine bundesweit. Und der Verein spielt seit 2 Jahren in der höchsten Dartliga, nämlich in der Bundesliga. Und in 2 Wochen pünktlich zum Wiesnstart startet auch die Saison wieder. Luise Off stellt uns den Verein vor. Anvisieren, werfen, treffen. Bereits 1979 wurde der Irish Folk Pub Dart Club München gegründet und ist somit einer der ältesten Dartvereine Deutschlands. Der Steel Dart Club spielt in der Bundesliga und hat bereits einige Erfolge vorzuweisen. Mehrmals holten die Dartspieler die bayerische Meisterschaft und auch einmal die deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Einer der besten ist Sebastian Pohl. Der 24-Jährige hat schon früh in der Dart-Bundesliga gespielt und ist auch international unterwegs. Neben den Bundesligisten findet der Dart-Club auch Zeit für Amateure. In den wöchentlichen Trainingseinheiten nehmen sich die Profis die Zeit für die Anfänger, wie zum Beispiel Basti, der erklärt, worauf es ankommt. Dann immer schön schauen, durchstrecken, dass du immer die gleiche Bewegung drin hast. Genügend Zeit nehmen, um den Dart richtig in die Hand zu nehmen. Und einfach Spaß haben am Schluss. Spaß haben und weiter Erfolge feiern. Dann wird der Irish Folk Pub Dart Club München noch viele weitere Jahre bestehen. Und zu Gast sind bei mir Sebastian Pohl und Stefan Tschischkale von IFP Club München. Schön, dass ihr beiden da seid. Servus. Servus. Gerne. Hi. Basti, in 2 Wochen startet die Saison wieder, dann geht's wieder los. Überschneidet sich ein bisschen mit dem Wiesenauftakt und mit dem Spickern am Wiesenstand, oder? Ja, das müssen wir leider dieses Jahr verschieben, aber ich denke, das machen wir alle gerne. Aber ihr seid zugelassen, Stefan? Ja. Auf der Wiesne, ihr dürft da auch antreten. Bundesliga spielt ihr als Team, eine Teamwertung. Wie kann man sich das denn genau vorstellen, Sebastian? Wirft man da abwechselnd oder wie läuft es? Ja, also es gibt 8 Spieler in jeder Mannschaft und jeder hat ein Einzelspiel gegen einen Gegner. Und genau, nach den 8 Einzeln gibt es noch 4 Doppelspiele. Das heißt, insgesamt gibt es 12 Punkte zu holen. Das heißt, ab 7 Punkten haben wir gewonnen oder bei 6-6 gibt es natürlich auch Unentschieden. Also Unentschieden gibt es bei euch auch, aber in der Regel wird es davor schon entschieden, oder? Genau, also wir spielen immer alle Spiele aus, aber klar, wenn einer 7 Punkte hat, dann ist das Spiel vorbei. Gespielt wird immer, Stefan, von 501 runter auf 0, ausmachen mit Doppel-Out. Also man muss praktisch einer der äußeren Doppelfelder treffen, um exakt auf die 0 zu kommen. Wie gut bist du dann im Kopfrechnen? Das muss ja auch anspruchsvoll sein, oder? Ja, das ist immer so eine Sache. Also es gibt schon Leute, die schon sehr, sehr viele Jahre Dart spielen, die das immer noch nicht richtig drauf haben. Also bei mir persönlich war es so, dass ich mich auch, als ich angefangen habe, wirklich damit auseinandergesetzt habe, mir auch zum Teil die einzelnen Wege aufgeschrieben habe, was ich jetzt bei welcher Zahl schmeißen muss. Und also bei mir hat das nicht so lange gedauert, dass ich die ganzen Zahlen wirklich im Kopf hatte. Jetzt gibt es ja Steel Dart und E-Dart, also E-Dart auf eine normale Scheibe, so wie man sie wahrscheinlich aus jeder Kneipe kennt. Aber Steel Dart, ihr dürft mal eure Pfeile schnell rausholen, die sind ja wirklich aus Metall. Was sind denn da jetzt genau die Unterschiede? Ja, also die Darts sind ein bisschen schwerer. Im E-Dart darf man mit maximal 18 Gramm Darts spielen. Und ja, ansonsten ist eigentlich gar nicht mehr so viel Unterschied. Klar, wenn der Pfeil rausfällt, zählt es trotzdem, weil der Automat es erkennt bei uns. Müssen die Pfeile natürlich stecken also bleiben. Wenn er rausfällt, dann zählt der Punkt nicht. Genau, also man muss die Pfeile selber aus dem Board rausziehen, sonst kriegt man die Punkte nicht. Stefan, gib mir mal einen von dir. Habt ihr beide dieselben oder inwiefern unterscheiden die sich denn? Also ich glaube erstmal, meiner ist ein Ticken schwerer, 1-2 Gramm bloß. Aber sonst, es gibt glaube ich sehr, sehr wenige Dartspieler, die wirklich ein und denselben Dart spielen, weil man eben, der Dart besteht ja jetzt nicht nur aus einem Barrel vorne, sondern du hast ja auch einen Shaft und einen Flight hinten drauf. Barrel ist quasi das Stahlrohr, ja, hier vorne drauf. Ja. Genau, und dann eben dahinter der Shaft und dann das Flight. Und die gibt es eben auch in, vor allen Dingen die Schäfte gibt es in verschiedenen Längen und verschiedenen Größen und die Flights eben auch. Deswegen kann man so nicht sagen, dass bestimmt 2 Leute die ein und denselben Dart spielen. Okay. Spielt jeder quasi individuell für sich seinen eigenen. Sebastian, deiner ist jetzt viel länger als der vom Stefan. Was hat es damit auf sich? Wieso haben die unterschiedliche Längen? Fliegt der dann anders? Ja, der fliegt natürlich ein bisschen anders. Kommt, wie der Stefan schon gesagt hat, eben darauf an, was man auch für wie lange die Schäfte und Flights hinten sind. Aber es ist eigentlich viel ausprobieren. Man nimmt sie einfach mal in die Hand, wirft oder man sieht, der Dart steckt vielleicht nicht so ganz gerade. Dann probiert man es mal mit anderen aus und ja, das, was am besten klappt, da bleibt man dabei. Wie viele verschiedene Dart-Sätze habt ihr denn daheim?
Also ich habe jetzt genau den einen. Also nur einen und mit dem trainierst du dann immer, spielst du immer? Genau, also ich habe mir den einfach mal geholt und ich bin, also für mich persönlich, ich bin immer so ein Gewohnheitsmensch. Also wenn ich da viel rumprobieren würde, dann würde bei mir immer nur im Kopf kommen, ah, hätte ich das jetzt vielleicht mit dem Dart besser machen können oder hätte ich so anders machen können. Deswegen bleibe ich lieber bei den einen Darts und mit denen muss es halt dann funktionieren. Ihr habt vermutlich auch alle eine Scheibe daheim, oder Sebastian? Wie sieht's da aus? Trainierst du dann viel daheim auch selber? Ja, also ich spiele schon fast jeden Tag, aber es ist eben ganz unterschiedlich. Ich spiele, wenn kein Turnier oder Ligaspiel ist, trainiere ich schon daheim, aber natürlich auch gerne mit Teamkollegen, weil man sich dann doch ein bisschen besser motivieren kann, wenn man jetzt allein ein, zwei Stunden vor der Scheibe steht. Aber klar, das ist das Praktische bei uns, dass man einfach zu Hause schnell mal ein bisschen trainieren kann und nicht irgendwo hinfahren extra muss. Aber sonst wirft man einfach drauf los und versucht einfach diesen Rhythmus sich einzutrichtern, um einfach die Ziele zu treffen, oder? Ja, das würde ich so gar nicht mal unbedingt sagen. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Trainingsspiele, die man spielen kann. Fokus liegt sehr oft auch auf Doppeln. Das ist halt nun mal mit das A und O, um ein Spiel zu gewinnen. Aber wirklich einfach nur sinnlos auf die Scheibe schmeißen, vielleicht mal ganz kurz, um warm zu werden, aber dann wirklich Trainingsspiele spielen. Sebastian, ganz kurz, ihr geht jetzt in eure zweite Bundesliga-Saison. Was ist das Ziel? Ja, das Ziel ist erstmal natürlich der Klassenerhalt, weil wie gesagt, wir hatten ja erst ein Jahr, sind da sechster Platz geworden von 9 Teams. Und ja, ich glaube, die Bundesliga wird nicht leichter dieses Jahr, aber wir geben natürlich unser Bestes. Die ersten 4 dürfen natürlich zur Bundesliga-Endrunde. Wollen wir natürlich auch gern hin, aber wir fangen erstmal langsam an und schauen, dass wir die Klasse halten und dann können wir auch nach oben gucken. Dann drücken wir euch die Daumen für den Klassenerhalt und dann vielleicht auch für die Endrunde. Toi, 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 schön, dass ihr beiden da wart. Gerne, danke schön.